Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen würden wir euch gerne bereits jetzt einen kleinen Ausblick darauf geben, was euch nach dem Neujahrstrubel bei uns erwartet. Und zwar geht es traditionell los mit dem Ultraschallfestival, mit vielen Konzerten und einer spannenden Uraufführung vom Musiktheater-Ensemble Kommando Himmelfahrt. Die werden sich in einer musikalischen Lecture-Performance mit dem Namen Also sprach Golem mit künstlichen Intelligenzen auseinandersetzen. Außerdem widmet sich der dritte Teil unserer Reihe New Empathies während eines langen, spannenden Wochenendes dem Körper und seinem Verhältnis zur Architektur beispielsweise im Stück 7 von Radomir Mitsiger. Räume, die brennen, erzeugt André Werber, oder Sandhya Demgen lädt uns ein zu einer kollektiven Listening Session, während sie intime musikalische Begegnungen mit dem Ensemble Kaleidoskop und der Choreografin Mila Keustin erleben können. Weiter geht es dann direkt mit dem CTM-Festival, die zum ersten Mal bei uns wirklich das ganze Haus bespielen. Da freuen wir uns riesig drauf. Und das mit vielen spannenden Projekten, vor allem auch mit einer immersiven Performance bei uns in der großen Halle, wo man sich mit Exoskeletten verbinden kann und auch da auf eine sehr körperliche Art und Weise das Verhältnis von Technologie und Körper erfahren kann. Parallel dazu werden wir bei uns im Saal eine weitere Uraufführung zeigen, und zwar eine Zusammenarbeit zwischen dem Ensemble K&M und der ersten queeren kambodschanischen Tanzkompanie Prosodom Oak, die sich mit dem Körper auseinandersetzt als ein Medium der Überlieferung und als eine Möglichkeit, Machtpositionen in traditionellen Gesellschaften zu hinterfragen. Und das tun sie vor allem in Bezug auf die Tanztradition der Khmer. Mit David Marton und seinem neuen Stück Narzissus und Echo kehrt einer der spannendsten zeitgenössischen Musiktheaterregisseure zurück nach Berlin. Dieses Stück hat er bereits bei den Wiener Festwochen gezeigt, beim Théâtre Vidi in Lausanne. Und wir freuen uns besonders auf diese Road Opera, die bei uns in der Halle zu sehen sein wird. Und mit der Tanzfabrik setzen wir eine Kooperation fort, die uns in diesem Jahr schon große Freude bereitet hat. Das Festival Open Spaces 2020 wird wieder im Radialsystem eröffnen, und zwar mit der Produktion Augusto des durch den Goldenen Löwen in Venedig ausgezeichneten Choreografen Alessandro Ciaroni und mit einer Uraufführung von Rita Klaus, einer Performance von Martin Hansen, die auf die Suche einer Biografie geht. Es ist eine queere Geisterbeschwörung, auf die wir uns sehr freuen. Die experimentelle Konzertreihe Umlaut hat uns in den letzten 11 Jahren fantastische Konzerte bereitet, und deshalb schauen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge dieser letzten Ausgabe im Jahr 2020 entgegen. Und um diese Gebühren zu feiern, bringen wir noch einmal den Filmklassiker Menschen am Sonntag mit dem Soundtrack der Band Mumm bei uns auf die Bühne. Außerdem könnt ihr natürlich weiterhin spannende Musik bei uns entdecken, zum Beispiel mit dem Vokalkonsort oder unserem Konzert Minimal Utopia und während unserer Reihe Ohrknacker. Michael Rauter wird eine Performance, die sich der Kindheit widmet, The Gap, bei uns oben im Studio zeigen, und es wird eine Deutschlandpremiere geben der schwedischen Performancekünstlerin Charlotte Engekes. Und wenn ihr Lust auf Kreistanz habt, dann kommt natürlich bei uns bei DAPKE vorbei.